Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Kleiner Tornado richtet Schäden in Krossener Straße an. Neue Betreiber für Brauhaus Zwickau und Sternsinger segnen Zwickauer Rathaus. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Und damit ein herzliches Willkommen, einen schönen guten Abend zu unserer heutigen Ausgabe von Tag aktuell. Heute Nachmittag erreichte uns hier bei Television Zwickau ein Anruf aus der Stadt, vielmehr aus der Krossener Straße, dass dort ein Tornado gewütet hätte. Udo Rupkalvis war vor Ort und hat sich von der Situation ein Bild gemacht. Es ist keine großflächige Verwüstung hier zwischen Pölbitz und Krossen, aber genau das ist das Erschreckende. Die Windhose zog in einer messerscharfen Schneise durch das Grundstück von Peter Seifert. Zuerst hat der Tornado einen Pflaumenbaum entwurzelt, durchquerte das Grundstück zwischen Haus und Glasgewächshaus, ohne beide zu beschädigen, und traf dann auf zweistämmige Tannenbäume. Einer davon wurde am Stamm regelrecht auseinandergerissen und zerfetzte die Telefonleitung. Das war gestern 22.35 Uhr ungefähr. Hatten Sie es mitgekriegt irgendwie oder bloß hinterher? Ich habe noch ein bisschen eine Doku geguckt und habe plötzlich wie so Sand ans Fenster gehört. Ne? Als ob jemand Sand ans Fenster. Ne? Habe ich gedacht, na gut, das graubelt vielleicht ein kleines bisschen. Und dann wurde das alle innerhalb von Sekunden wurde ohrenbetäubender Lärm. Aber nicht das typische Sturmfauchen, sondern ein richtiger ohrenbetäubender Lärm, als ob ein Flugzeug oder was man gar nicht weiß. Habe ich rausgeguckt, nichts mehr gesehen. Ja? Und nach 3 Minuten war alles zu Ende. Der Himmel klarte wieder auf, man hat sogar Sterne gesehen und windstill. So, und dann habe ich gedacht, oh, was war das? Ja, Blizzard oder Tornado? Ne? Ja, und dann habe ich rausgeguckt und dann habe ich die Bescherung. Dann habe ich Taschenlampe genommen, ums Haus gegangen, das am Dach und so nicht ist. Aber der ist genau in diese schmale Schneise ist der gekommen. Sonst hätte mir das Gewächshaus total in 1000 Teile zerlegt. Ne? Also da habe ich noch großes Glück gehabt. Die Dachsteine sind zwar jeder fünfte mit Edelstahlangern. Ich habe schon vorgesorgt vor Sturm. Ich hatte auch schon schwere Sturmauswirkungen, aber das habe ich noch nicht erlebt. Dass so ein Baum abgerissen, also nach oben gerissen, das muss ja eine Kraft sein, das müssen ja viele Tonnen sein. Ja. Ich glaube nicht, dass irgendein starker Hubschrauber in der Lage wäre, den Baum abzureißen. Das ist also das ist völlig unklar. Das war ein Schreck. Ja. Und dann habe ich auch noch am 28.12. habe ich auch noch hier dieses Magenta von Telekom hier mit Fernsehen, mit schnellem Internet gekriegt. Mich gefreut, aber die Freude währte nur ein paar Tage. Und dann war Feierabend. Immerhin war der Tornado so freundlich, den Tannenbaum am Stamm zu zerreißen, ihn aber nicht zu entwurzeln. So blieb wenigstens der Zaun heil. Peter Seifert nahm es locker. Er meinte, dass er nun nach 2 Jahrhunderthochwassern, verschiedenen Sturmschäden und nun dem Tornado rein statistisch gesehen eigentlich von künftigen Katastrophen verschont bleiben dürfte. Wer von Ihnen war nicht schon mindestens einmal im Brauhaus Zwickau zu Gast, um mit Freunden zu feiern oder einfach nur schön essen zu gehen? Bekannt und beliebt ist die in der Peter-Breuer-Straße gelegene Lokalität vor allem wegen der gut bürgerlichen Küche. In den Sommermonaten wird auch der charmante Biergarten gerne genutzt. Betrieben wurde das Brauhaus gemeinsam von Bernd Winkler und André Stockmann. Wurde, denn am 1. Januar dieses Jahres gab es hier einen Betreiberwechsel. Um die Zwickauer über diesen Wechsel zu informieren, hatten alte und neue Betreiber die Medien heute ins Brauhaus eingeladen. Bei dieser Zusammenkunft wurde klar, dass mit dem Betreiberwechsel an ein junges Team das Problem geklärt wurde, was andere Unternehmen noch haben, die Rechtsnachfolge. Davon gehe ich aus, dass das in gute Hände gegangen ist. Es wäre mir zwar fast noch lieber gewesen, dass meine Tochter meine Nachfolge angetreten hätte, aber sie hat nun mal in München ein neues, anderes Leben begonnen. Sie hat dort Psychologie studiert und ist jetzt Psychotherapeutin und ich konnte sie beim besten Willen nicht überreden, nach Zwickau zu kommen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist so, dass
Herr Göbel und Herr Scherig hier gekommen sind, eigentlich schon von Anfang an in der Absicht, das zu übernehmen. Und ich meine, den Tatendrang wollte ich in dem Moment auch nicht unterbinden oder hemmen, indem ich sage, ja, ihr könnt das zwar kriegen, aber erst in 3 Jahren. Ich weiß nicht, ob die dann da geblieben wären, kann ich jetzt nicht sagen. Wir haben uns entschieden, das jetzt schon zu übergeben und wünschen denen natürlich alles Gute, dass die Zwickauer nach wie vor angenehm fortgehen können im Brauhaus in Zwickau und wünschen uns, weil ich ja noch ein bisschen da bleibe, alles Gute. Also du wirst ein waches Auge noch drauf werfen und dich aber selber ein kleines bisschen zurückziehen, praktisch zu deinen Wurzeln. Genau. Sicherlich bin ich da noch beratend tätig. Das eine oder andere müssen Sie sicherlich noch, ich will nicht sagen lernen, aber müssen Sie schon in der Form. Und Lindengarten, meine Wurzeln, gehe ich gerne wieder zurück, mich um den Gast zu kümmern. Was ich ja mal gelernt habe, macht mir dann schon Spaß und ich freue mich drauf, das intensiver zu machen, als ich es bisher konnte. Auch ein anderer Aspekt ist mit dem Betreiberwechsel als positiv zu bewerten. Derzeit ringen viele Kommunen darum, junge Leute, die hier geboren wurden, zurückzuholen. Im Brauhaus bzw. in der Alten Münze gibt es gleich 2 neue Geschäftsführer, die aus der Region stammen. Es ist eine neue Zeit angebrochen im Brauhaus und in der Münze. Es sind 2 junge Männer hierher gekommen, schon seit vorigem Jahr, die hier ein bisschen was umkrempeln wollen, aber auch Altes bewahren. Ja, genau. Also wir wollen, wie gesagt, das Handwerk in der Küche so beibehalten und einfach durch die neue Technologie, die es halt jetzt auf dem Markt gibt, mit der Küchenrenovierung dann wieder neu an den Gast bringen und auch ein bisschen schöner in Szene setzen und einfach für die Zukunft schmackhafter machen und für die Gäste halt das Beste. Sie haben sich in der Schweiz kennengelernt und kommen aber beide ursprünglich von hier. Ja, das ist richtig. Der Herr Scherk hat es ja vorhin schon gesagt. Er ist in Bad Schlema geboren. Ich komme aus Zwickau und wir haben uns im Wallis kennengelernt, in Saas-Fee, und haben uns dort sehr, sehr schätzen gelernt und sind stolz, das Traditionsunternehmen Brauhaus in Zwickau fortführen zu dürfen. Ihr wart ja in hochkarätischen Häusern in der Schweiz zugange. Ja, genau. Also ich war in Saas-Fee viele Jahre als stellvertretender Küchenchef in einem 5-Sterne-Hotel mit 7 Restaurants und habe natürlich 30 Mitarbeiter betreut und Dienstpläne geschrieben und natürlich die vielfältige Küche auch kennengelernt und habe mich natürlich da gut eingebracht und für meine Zukunft auch natürlich viel für mich aufgenommen, die ich gerne hier auch umsetzen würde. Was sind noch andere Pläne? Was sind die Vorhaben vom Brauhaus? Was steht jetzt derzeit an? Ich habe gehört, die Küche wird erstmal umgebaut und dann will man aber auch viele Neuerungen hier einführen, Veranstaltungen und so weiter. Ja, das ist richtig. Die Küche wird der Hauptpunkt sein in diesem Jahr. Wir wollen wieder ein großer Ausbildungsbetrieb werden. Auch wenn es schwierig ist, wollen wir das junge Publikum für die Gastronomie begeistern. Während des Küchenumbaus im Brauhaus wird es zu einer kurzzeitigen Einschränkung in der letzten Februarwoche kommen. Auf dem Veranstaltungskalender stehen dann Frauentagsfeiern im März und Ü40 bzw. Ü50 Partys, die sicher eine Bereicherung in unserer Stadt darstellen werden. Neben dem Betrieb des Brauhauses hat das junge Team auch den Anspruch an die gehobene Küche, die sich in der Alten Münze am Hauptmarkt 6 direkt gegenüber dem Schumannhaus befindet. Ob ein romantisches Abendessen zu zweit oder ein Geschäftsessen in entspannter Atmosphäre, die Alte Münze ist in jedem Fall eine gute Adresse. Verantwortlich an dieser Stelle wird Sarah, die Ehefrau von Sebastian Scherk, sein. Sie ist im Endeffekt unsere rechte Hand in der Münze. Dass wir uns so ein bisschen mehr auf das Brauhaus fixieren können, macht sie die Münze, also sie managt das Ganze und kümmert sich da um die Buchungen und dass das Restaurant und die Küche weiterhin funktionieren. Neu im Restaurant Alte Münze ist ein anspruchsvoller Mittagstisch mit täglich wechselnden Angeboten, die Sie unter der eingeblendeten Webadresse finden. Auch das rückwärtig zur Alten Münze gelegene Hotel wird vom neuen Team mitbetrieben. Ein Geheimtipp für laue Sommerabende ist übrigens der liebevoll gestaltete Freisitzbereich hinter dem Restaurant Alte Münze. Sie haben viel vor, die 3 neuen Betreiber. Wünschen wir Ihnen immer volle Bestellbücher und zufriedene Gäste.
Rund um den 6. Januar sind auch in diesem Jahr bundesweit wieder die Sternsinger unterwegs. Am Mittwochnachmittag waren sie im Zwickauer Rathaus, um den traditionellen Segen über dem Eingang anzubringen. Zuvor sangen die Mädchen und Jungen. Und was bei den Sternsingern nicht fehlen darf, ist natürlich das Lesen der Weihnachtsgeschichte. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Es geht darin um die Geburt Jesu und wie die heiligen drei Könige zur Krippe kamen. Als solche waren auch die Kinder verkleidet. Dann ging es darum, den Segen über der Tür anzubringen. Bei dem großen Eingangsportal des Rathauses keine leichte Sache. Nun prangt das bekannte C plus M plus B über dem Portal. Die Buchstaben stehen nicht, wie viele fälschlich annehmen, für die Namen der heiligen drei Könige. Es heißt Christus Mansionem Benedicat, lateinisch für Christus segne dieses Haus, eingerahmt von der Jahreszahl. Die Sternsinger sammeln aber auch jedes Jahr Geld für Hilfsprojekte, jedes Mal für ein anderes Land. Das Beispielland ist dieses Jahr Kenia. Im Norden von Kenia die Turkana, eine Region ganz im Norden. Da wird Geld gesammelt, damit die Kinder dort zur Schule gehen können, in den Kindergarten gehen können. Dort gibt es durch die Klimaveränderungen Störungen bei Regen- und Trockenzeiten. Und von daher werden dort Wasserstellen gegraben und Staudämme gebaut, damit die Wasserversorgung klappt, damit Trinkwasser vorhanden ist. Dass man mit dieser Spendensammlung wirklich etwas bewegen kann, zeigen allein die Zahlen vom vergangenen Jahr. Die Zwickauer Kinder waren sehr fleißig. Ja, die drei Zwickauer Gemeinden haben etwa 10.000 Euro gesammelt, die Sternsinger. Und deutschlandweit waren es 46,2 Millionen Euro. Ein stolzes Ergebnis, an dem auch die Kinder der Zwickauer Gemeinden einen Anteil hatten. Und auch beim diesjährigen Dreikönigssingen gingen sie im Rathaus mit ihren Spendendosen herum. Es ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Rathaus gekommen seid und dem Rathaus auch den Segen gebracht habt für das Jahr 2017 und vor allen Dingen dafür, dass ihr jetzt sammelt, Geld sammelt für Kinder in Afrika, damit die Kinder in ihrer Heimat es besser haben und dass es gelingen sollte, dass sie genauso glücklich aufwachsen, wie ihr das hier in Zwickau habt. Also recht herzlichen Dank an euch und noch viel Erfolg beim Sammeln. Danke. Werbung. Leben, lieben, heiraten. Das Porta Möbelhaus sucht heiratswillige Paare, die in einem Wettbewerb anlässlich der Hochzeitsmesse am 4. Februar 2017 gegeneinander antreten. Mit dem Stargast des Tages Ella Endlich. Küss mich, halt mich, lieb mich, für immer. Küss mich, halt mich, lieb mich. Wer traut sich? Für die ersten drei Gewinner gibt es Gutscheine im Wert von 100, 200 und 300 Euro. Bewerben Sie sich jetzt bei Porta. Per Mail an l.kraus@porta.de oder unter 0375 27 38 575 und beweisen Sie Ihre Ehefähigkeit zur 5. Hochzeitsmesse im Porta Möbelhaus am 4. Februar 2017. Der neue Citroën C3. So einmalig wie du. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. In der Mittagspause mit Kollegen oder Geschäftspartnern essen gehen? Das Restaurant Alte Münze wird Sie begeistern. Gehoben, aber nicht abgehoben. Historisch und modern zugleich.
lassen Sie sich von dem besonderen Ambiente verzaubern. Im ältesten und zugleich neuesten Haus am Zwickauer Hauptmarkt. Genießen Sie die abwechslungsreiche, saisonale und junge Küche mit ihrem mediterranen Einschlag. Und wenn der Hunger schon früher kommt, das reichhaltige Frühstücksbuffet im Restaurant Alte Münze steht jeden Tag für Sie bereit. Willkommen bei dem Komplettversorger rund um Ihre Gesundheit, der Treitschke GmbH. Wir sehen im Patienten in erster Linie den Menschen. Deshalb verstehen wir es als unsere Aufgabe, nicht nur die Mittel zur Linderung von Symptomen zu liefern, sondern vor allem mit Menschlichkeit und persönlichem Engagement das Leben ein Stück lebenswerter zu gestalten. Wir fangen den Menschen auf, hören ihm zu und nehmen ihm zahlreiche Herausforderungen ab. Einfach gesagt, wir kümmern uns. Das ist unsere Unternehmensphilosophie seit nunmehr fast 25 Jahren. Unser Team besteht aus hervorragend geschulten Mitarbeitern im Innen- und Außendienst. In den Bereichen Homecare, Orthopädietechnik, Reha-Technik und in unseren Sanitätshäusern stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Fachwissen und ihrer oft jahrzehntelangen Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite. Fordern Sie uns, wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wenn wir Ihnen eine Wohnung vermieten, dann wissen wir, Sie vertrauen uns den für Sie wichtigsten Platz der Welt an. Mehr als 65.000 Kindern bieten wir ein gutes, sicheres Zuhause und Wohnumfeld. Wer gibt Städten Gesicht und Seele? Wir sind das. Damit ich halbwegs fit bleibe, denn im Alter kommen ja immer mehr Beschwerden dazu. Und so fühle ich mich wohl, ich gehe schon 6 Jahre hierher. Und mir geht es nicht ums Auspowern, sondern um die Beweglichkeit. Ich gehe vor allem in die Kurse. Man kann sich vielseitig betätigen. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Besondere Zahlen haben heute den gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadt Zwickau und der Stadtwerke Holding GmbH bestimmt. Zum 20. Mal trafen in der neuen Welt rund 500 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beim ersten offiziellen Großereignis des Jahres aufeinander. Diesmal stand der städtische Jahresauftakt ganz im Zeichen des Reformationsjubiläums. In einer Schweigeminute gedachten die Gäste zu Beginn dem am 1. Januar nach langer Krankheit verstorbenen Dr. Kurt Rudolf. 2 Jahre zuvor, am 8. Januar 2015, war der ehemalige Bürgermeister und Geschäftsführer der Stadtwerke für seine herausragenden Verdienste um die Stadt Zwickau noch mit der Martin-Römer-Ehrenmedaille ausgezeichnet worden. Einen ausführlichen Bericht über den Neujahrsempfang und die Rede der Oberbürgermeisterin sehen Sie morgen hier bei Tag aktuell. Am Kreisverkehr Meraner und Auestraße in Glauchau ereignete sich Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall. Eine 53-Jährige war mit ihrem VW auf einen Skoda aufgefahren. Der 25-jährige Skoda-Fahrer und dessen 29-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt 1.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinwirkung stand. Beachtliche 3,54 Promille waren das Ergebnis des Alkoholtestes. Von der Frau wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Ab morgen 18 Uhr bis zum Sonntag 24 Uhr ist der Olsmann-Tunnel erneut voll gesperrt. Grund sind die laufenden Bauarbeiten am Tunnel selbst.
Die SVZ teilt mit, dass die Busse der Linie 27 und der Nachtbuslinie A in beiden Richtungen über die Reichenbacher Straße, Hauptbahnhof, Marienthaler Straße umgeleitet werden. Die Haltestelle Olsmannstraße kann nicht bedient werden. Die Abfahrt der Busse kann sich teilweise verzögern, es kann zu Verspätungen kommen und auch Anschlüsse sind nicht garantiert. Bitte beachten Sie die Aushänge der SVZ. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Die 15 Startplätze für den Bandwettbewerb 2017 im Alten Gasometer sind vergeben. Die drei Vorausscheide finden am 10., 24. und 31. März statt. In die zweite Runde am 24. März hat es auch eine junge Zwickauer Band geschafft, Camel on Fire. Im Finale am 7. April spielen dann die sechs Gewinner aus den drei Vorausscheiden um die Siegprämie für die beste Band. Auf die Gewinner warten neben einem Geldpreis auch noch Sonderauftritte, so unter anderem bei der 15. Newcomer Night beim Zwickauer Stadtfest. Seien wir gespannt, wer das Rennen für sich entscheidet. Der erste Vortrag im neuen Jahr im Rahmen der Blickwinkelreihe findet morgen um 20 Uhr im Hörsaal 1 auf dem Scheffelberg der Westsächsischen Hochschule Zwickau statt. Olaf Schubert, nicht zu verwechseln mit dem Wunder im Polunder, zeigt seinen neuen Live-Fotofilm-Vortrag Vietnam – Abenteuer im Land der Drachen. Wer sich auf eine Reise durch Vietnam begibt, ist überwältigt von der Schönheit und dem kulturellen Facettenreichtum. Gehen Sie also mit auf die Reise und schauen Sie selbst. Am Samstag gibt es die 12. Auflage des Tannebaum-Weitwurfs bei der Feuerwehr in Mösen St. Jakob. Ab 15 Uhr können Männer bzw. Frauen die auf 5 Kilogramm geeichten Wurfbäume in Speertechnik zweimal durch die Luft werfen. Vielleicht kann ja der 12,30 Meter Rekord aus dem vorletzten Jahr geknackt werden. Auch die Kinder können wieder in den Kategorien bis 3, 6, 11 bzw. 15 Jahre mitmachen. Auch diesmal wird im Gerätehaus der Feuerwehr ein Baum aufgehängt, dessen Gewicht man schätzen kann. Um 17 Uhr landen dann alle Bäume auf dem Haufen und werden entzündet. Dafür holt die Feuerwehr vorher auch die abgelegten Bäume an den entsprechenden Stellen ab. Werbung. Hotelpension Flexig, Hartmannsdorf bei Kirchberg. Täglich ab 11 Uhr Essen vom Feinsten. Telefon 037602 6342. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Ich fühle mich hier zu Hause. Alt und jung zusammenleben. Da, wo ich spielen kann. Einer ist für den anderen da. Mit der Freundin aus dem 3. Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Bei jungen Leuten kommt mal schnell jemand vorbei. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle.
Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Schuh Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Und Puppenstuben, die Weihnachtsausstellung in den Priesterhäusern. Tauchen Sie ein in die Miniaturwelt längst vergangener Epochen. Von der Biedermeierzeit bis in die 1970er Jahre geben diese kleinen Wohnungen einen anschaulichen Einblick in das Lebensumfeld früherer Generationen. Auch die Puppen zeigen den Wandel vom reinen Abbild eines Erwachsenen hin zur kindgerechten Gestaltung als geliebtes Spielzeug. Die Weihnachtsausstellung. Noch bis zum 8. Januar in den Priesterhäusern. Tja, und jetzt geht's winterlich aufs Eis. Nachdem die Eispiraten Grimmitschau im Kräftemessen gegen die Kassel Huskies leer ausgingen, stehen am Wochenende schon die nächsten beiden Punktspiele an. Morgen gastiert die Mannschaft von Cheftrainer John Tripp beim Tabellen 13. den Star Bulls Rosenheim. Vorfreude herrscht bei den Westsachsen schon auf das erste Heimspiel im noch jungen Jahr 2017. Am Sonntag empfangen die Eispiraten dann um 17 Uhr die Löwen Frankfurt im Sahnpark. Der Schlagabtausch mit den Star Bulls Rosenheim ist eher ein Kellerduell, von dem sich die Grimmitschauer Punkte erhoffen. Gegen Frankfurt dürfte es dann eher schwierig werden. Die Löwen haben die letzten vier Spiele klar gewonnen. Die Wahl der Sportler des Jahres 2016 des Landkreises Zwickau läuft. Wieder sind alle Einwohner eingeladen, sich an der Sportlerumfrage als gemeinsame Aktion des Kreissportbundes und des Landkreises zu beteiligen. In den Amtsblättern vom November und Dezember wurden die Stimmzettel mit allen Kandidaten in den drei Kategorien veröffentlicht. Die Stimmzettel können noch bis zum 31. Januar an den Kreissportbund Zwickau in der Stiftstraße 11 gesandt werden oder in einer der Bürgerservice-Stellen der Verwaltung abgegeben werden. Es kann aber auch online über die eingeblendete Webadresse entsprechend abgestimmt werden. Am Freitag ist es meist freundlich und nur gering bewölkt. Wer nach draußen geht, sollte sich aber warm anziehen. Die Temperaturen erreichen minus 12 bis minus 7 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus westlicher Richtung. Und die Aussichten bis Montag, das Wochenende bringt viele Wolken und weitere Schneefälle. Mit den Temperaturen geht es wieder etwas nach oben. Am Montag werden sogar Plusgrade erwartet. Ja, und ich darf mich jetzt verabschieden. Das war's für heute von Tag aktuell. Morgen um 19 Uhr an dieser Stelle dann eine neue Ausgabe mit Kim Wutzler. Sie freut sich jetzt schon auf Sie und wir schauen einfach mal, was der Winter so die nächsten Tage noch für uns tut und macht. Wir sehen uns dann wieder übernächste Woche. Ich sage ciao und tschüss.